Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es mal um die Top 5 Soft Skills in Network Marketing. Welche das sind, möchte ich dir in diesem Video verraten. Und ich möchte auch in diesem Video einen Tipp an die Hand geben, wie du auf einfache Art und Weise ja deine Soft Skills verbessern kannst. Bevor wir jedoch gleich die 5 Punkte durchgehen, einfach mal kurz einen Blick, was der Duden über das Thema Soft Skills sagt. Ja, also der Duden definiert Soft Skills folgendermaßen: Kompetenz im zwischenmenschlichen Bereich sowie ja, die Fähigkeit im Umgang mit anderen Menschen. Ja, das heißt, na, damit wir da auch jetzt in dem Video über das Gleiche sprechen, für mich sind Soft Skills demzufolge alle Fähigkeiten, alle Fertigkeiten, die dir einfach in deinem Business dabei helfen, ja, durch Kommunikation oder Interaktion mit anderen Menschen, ja, ich sag mal, die Grundlage für ein besseres Miteinander dann eben zu schaffen. Ja, und vorab, wenn du, aber das nur so am Rande, wenn du mehr zu dem Thema Soft Skills erfahren willst, verlinke ich dir unterhalb des Videos dann auch nochmal einen Beitrag, den du auf meinem Blog nachlesen kannst, wo ich dann nochmal tiefer in das Thema reingehe. So, also, wie gesagt, Soft Skills, Fähigkeiten, die ja, das Miteinander verbessern. Und viele Menschen denken ja, wenn sie so im Network Marketing loslegen, dass sie ja, zuerst mal ein großes fachliches Wissen über die Produkte, über den Marketingplan und so weiter benötigen, um mit dem Geschäft überhaupt starten zu können. Wenn du aber jetzt gleich feststellst, anhand der 5 Punkte wirst, oder du wirst anhand der 5 Punkte feststellen, dass das gar nicht so das Hauptthema ist. Natürlich möchte ich gleich vorneweg schießen: Jeder Kunde hat es verdient, dass er einen kompetenten Ansprechpartner hat, ja, und auch jeder Vertriebspartner hat es verdient, dass seine Führungskraft ihm ja helfen kann. Natürlich ist es so, dass nicht jeder alles wissen kann, aber eine gewisse fachliche Basis sollte einfach grundsätzlich immer da sein. Aber das ist nicht das Wichtigste zu Beginn, sondern ja, und auch grundsätzlich nicht das Wichtigste für Erfolg, sondern wie gesagt, es kommt viel mehr auf, ich sag mal, die Soft Skills an, ja, die ich dir jetzt gleich zeigen werde. Ja, also legen wir los. Also Soft Skill Nummer 1 ist Eigenmotivation, Zielorientierung. Ja, Network Marketing ist eine, ja, eine unternehmerische Tätigkeit, und das Problem ist häufig, dass Menschen im Network Marketing anfangen, die ja zwar gerne ein eigenes Geschäft gründen würden, aber dann nie in die Handlung kommen. Ja, das ist gerade eben das Thema, was ich schon angesprochen habe. Dann meint man, braucht noch mehr Fachwissen, man muss den Vergütungsplan noch besser beherrschen und, und. Aber letzten Endes geht es im Network Marketing darum, ja, auch, ich sag mal, in der Praxis dann dementsprechend zu lernen, sich auf die Dinge vorzubereiten, sobald sie dann auch anfallen, ja, und anstehen. Das Hauptproblem, warum viele nicht in die Handlung kommen, ist aber aus meiner Sicht, dass sie einfach zu schwache oder zu kleine Ziele haben. Ich weiß nicht, wie man es besser umschreiben kann. Und deswegen fehlt da häufig dann die Eigenmotivation. Ja, weil klar, weißt du, es gibt Menschen, die haben ein bestimmtes Ziel, und das Ziel ist denen so wichtig, ja, dass sie alles dafür tun würden oder alles dafür tun werden, um dieses Ziel zu erreichen. Dann gibt es halt eben die anderen, die zwar sagen, okay, es wäre schön, wenn ich das hätte, aber es hilft nicht dazu, ja, dass man quasi sich bewegt, dass man anfängt, dass man startet, dass man auch mal die Dinge macht, die man vielleicht jetzt nicht kennt, ja, vor denen, wo man Angst hat, ja, weil man sie noch nie gemacht hat, ja. So, und ja, es gibt die verrücktesten Geschichten. Es gibt zum Beispiel Mütter, die Autos hochheben, ja, weil ihr Kind runter eingeklemmt ist, ja. Die vollbringen ja, Dinge, die sie normalerweise so nicht vollbringen könnten, weil das Ziel halt groß genug ist, ja, in dem Moment, weil sie eben ihr Kind retten wollen. Und das ist das, was ich einfach damit meine. Du brauchst große Ziele, du brauchst eine Zielorientierung, damit ja, dieses Zusammenspiel Eigenmotivation und Ziele, damit es funktioniert und damit man überhaupt in Bewegung kommt. Ja. Der zweite Punkt ist dann das Durchhaltevermögen. Network Marketing ist eher vergleichbar mit einem Marathon, es ist kein Sprint, ja. Und du wirst auch deine Ziele oder eine große Organisation, wie auch immer du groß für dich definierst, das wird nicht über Nacht passieren, ja. Und du wirst auch nicht jetzt die eine Person morgen kennenlernen, die dann, die einzige, die du angesprochen hast, die dann ja dir dazu hilft oder dir dazu beiträgt, dass du eine riesige Organisation aufbaust, sondern es braucht kontinuierliche
Jahre an Aufbauarbeit, ja. Und dann gibt es natürlich auch immer wieder so Höhen und Tiefen, die man durchlaufen muss. Und ja, und das ist eben halt der Punkt, wo viele Menschen dann aufhören, ja. Und das sollte dir nicht passieren. Durchhaltevermögen ist eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit, eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft. Die wird für dich, ich sag mal, zum Wettbewerbsvorteil, wenn du sie hast, das ist ein Game Changer, weil es eben so viele Menschen nicht haben. Ja, viele Menschen beginnen etwas, ja, ziehen es dann aber nicht bis zum Ende durch. Ja, und das ist genau der Punkt, wo du den Unterschied machen kannst. Wenn du heute für dich die Entscheidung triffst und immer wieder neue Partner anwirbst und sagst, ich höre nicht auf, bis ich mein Ziel erreicht habe, dann wirst du irgendwann, ja, auch die Menschen, die vielleicht heute schon weiter sind als du, ja, da besteht die Chance, dass du diese Menschen auch überholst, ja, weil der halt als erstes aufhört, ja, an seinem Business zu arbeiten, das Ganze weiter zu vergrößern, ja, der wird halt dann immer so peu à peu immer ein Stück weit ins Hintertreffen geraten. Und solange du dran bleibst, ja, und immer wieder weitermachst, immer wieder neue Partner generierst, immer wieder neue Kunden gewinnst, ja, dann wirst du irgendwann an den Punkt kommen, an dem du ja eben halt weiter bist als andere, ja. So, und dann Nummer drei, ja, ist Kritikfähigkeit. Auch das ist natürlich ein Thema, womit man lernen muss, umzugehen, gerade auch heute, Social Media und so weiter, wo ja jeder den anderen einfach irgendwie einen Kommentar drunter schreiben kann, kritisieren kann. Man muss einfach lernen, mit Kritik umzugehen. Ja? Weißt du, es gibt Menschen, die machen sich es halt einfach auch mal zur Lebensaufgabe, andere zu kritisieren. Ja, es kann auch passieren, dass du vielleicht einen Teampartner hast, dem hilfst du, dann kriegst du vorgeworfen, du hilfst dir nur, weil, ja, weil du einen Vorteil draus hast. Dann der gleiche Teampartner, bietest du keine Hilfe an, kann es dann natürlich passieren, dass der Teampartner sagt, ja, du kümmerst dich nicht, du hilfst nicht. Ja, also es gibt ja so den schönen Spruch, den falschen Menschen, da kannst du nichts richtig machen und bei den richtigen Menschen kannst du nichts falsch machen. Fakt ist einfach, dass wenn du ja auf einer Mission unterwegs bist, wenn du das Ganze dann auch natürlich nach außen so kommunizierst, dann wird es nicht ausbleiben, dass es auf der Menschen gibt, die werden für dich sein, es wird Menschen geben, die werden das kritisieren, was du machst. Damit musst du halt einfach klarkommen. Und wenn du das und wenn du das für dich akzeptieren kannst und trotzdem sagst, jawohl, meine Ziele sind mir in meinem Leben wichtig genug, dass ich da dranbleibe, egal was andere sagen, dann bist du auf einem guten Wege. Ja. Aber Kritik ist natürlich auch etwas, was manchmal auch angebracht ist. Ja. Kritik muss man natürlich auch für sich jetzt nicht immer nur als Angriff sehen, sondern man sollte Kritik halt auch dazu nutzen, um sich auch mal selbst so ein bisschen zu reflektieren und zu hinterfragen, stimmt es eigentlich? Ja, ist die Kritik berechtigt? Wo kann ich mich da noch verbessern? Ja, und wenn ich sag mal Kritik, ja, ich sag mal, wenn eine Kritik einen vernünftigen Rahmen hat, ja, dass sie wirklich jemanden oder dass man Kritik an etwas äußert, was den anderen dann auch weiterbringt. Ja, wenn das sachlich ist, wenn das fundiert ist, wenn das in einem normalen Umgangston passiert, ja, dann ist das natürlich auch von Vorteil. Ja, sowohl für denjenigen, der den anderen darauf hinweist, als auch für denjenigen, der die Kritik annimmt, ja, und dann daraus seine Schlüsse zieht. Aber letzten Endes ist es natürlich auch so, dass ja, du dich nicht permanent hinterfragen musst und hinterfragen solltest, nur weil andere jetzt der Meinung sind, dass das, was du machst, nicht richtig ist. Ne? So, dann haben wir noch Teamfähigkeit, Umgang mit Menschen. Das knüpft jetzt hier nahtlos an das Thema Kritikfähigkeit. Ja, umso besser du mit einer Vielzahl von Menschen umgehen kannst, ja, sei es Interessenten, Kunden, Vertriebspartner, umso besser ist das Ganze natürlich. Und dann haben wir noch last but not least das Thema Zeitmanagement, Selbstmanagement, auch eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit, weil gerade im Network Marketing hast du ja eine unternehmerische Tätigkeit und da gibt es halt keinen, der dir sagt, was du morgens bis abends zu tun hast, wie das im klassischen Angestelltenverhältnis halt eben der Fall ist, ja, sondern du bist für deine Planung selbst verantwortlich, du bist für deinen Erfolg selbst verantwortlich, du bist aber auch für deine Fehlschläge dementsprechend selbst verantwortlich, ja, und da bedarf es natürlich auch einer gewissen Fähigkeit, sich selbst zu organisieren und auch sich selbst dazu zu bringen, das, was man sich vorgenommen hat, dann auch tatsächlich an diesem Tag ja auch umzusetzen und klar, wenn Fragen sind,
Du kannst natürlich auf deine Führungskraft zugehen und in der Regel wird deine Führungskraft auch zur Verfügung stehen, dir Fragen beantworten. Aber was du halt nicht machen kannst, ist, du darfst nicht davon ausgehen. Ja, du kannst es nicht einfach als Bedingung erwarten. Ja, weil selbst wenn du dich heute irgendwo in ein Unternehmen einschreibst und du hast keinen Kontakt zu deiner Führungskraft, vielleicht gibt es auch keine Führungskraft, spielt keine Rolle. Du hast dich ja entschieden, das Unternehmen, dieses Geschäft zu machen. Und dann liegt es in deiner Verantwortung, dir alles Notwendige anzueignen und nicht dich in den Stuhl zu setzen und zu sagen, okay, keiner hilft mir, deswegen lasse ich es. Ja, sondern da sind wir wieder beim Thema Zielsetzung. Es gibt halt keine Alternative. Ja, egal welche Situation du vorfindest, du hast dich entschieden, ein Geschäft zu starten, dann musst du das auch für dich tun mit allen Konsequenzen, mit allem, was halt eben positiv und was halt auch negativ ist. Ja, gut, so, jetzt habe ich aber viel philosophiert über die Soft Skills. Jetzt vielleicht zum Abschluss noch ein paar oder einen Punkt, wie du deine Soft Skills verbessern kannst. Da würde ich dir einfach grundsätzlich empfehlen, dass du vielleicht am Ende deines Arbeitstags immer dir mal so 5 bis 10 Minuten Zeit nimmst und dann einfach mal so durchgehst, was hast du denn heute an Aktivitäten gemacht, was hast du heute für Gespräche geführt, welche Begegnungen hattest du, ja, wie liefen die Gespräche dann dementsprechend ab? Ja, was hast du alles gemacht? Was lief gut? Was lief weniger gut? Was hättest du aus deiner Sicht besser machen können? Und wenn du den Tag so Revue passieren lässt, dass du einfach dich mal fragst, wie hätte es denn eigentlich optimal laufen sollen? Also mal angenommen, du hast vielleicht ein Gespräch gehabt, was nicht so gut lief, ja, und dann hättest du einfach, oder kannst du für dich einfach mal so hinterfragen, Mensch, wie hätte es denn eigentlich optimal laufen sollen? Und da wirst du durch solche Fragen, also das ist jetzt nicht als vollständig anzusehen, du kannst sie natürlich auch ergänzen, ja, und solche Fragen, ja, oder ähnliche Fragen, die geben dir einen Überblick über das, wo du dann entscheiden kannst. Ja, du hast die Sachen dann vor dir liegen und dann kannst du selbst entscheiden, in welchen Bereichen du Optimierungsbedarf siehst, wo du dich weiterentwickeln willst. Ja, gut. Also, und wenn du dann im Prinzip diesen Optimierungsbedarf für dich so erarbeitet hast, dann kannst du natürlich planen, wie kannst du das Ganze verbessern. Ja, also du kannst dann zum Beispiel hergehen, kannst ein Coaching buchen, ein Seminar buchen, dir Bücher zu dem Thema besorgen, ja, um einfach dann dort Lösungsansätze rauszubekommen und das dann eben in deinem Alltag umzusetzen. Ja, so, und dann geht es letzten Endes darum, und das ist ja immer so ein schöner Satz, den ich gerne zitiere. Ich weiß leider nicht, von wem das er ist. Wissen allein genügt nicht. Du musst es auch umsetzen. Ja, du musst das Wissen auch anwenden und das jeden Tag. Ja, und auch hier ist es so, wenn du ein Soft Skill verbessern willst, geht es nicht immer von heute auf morgen, sondern es bedarf halt einer kontinuierlichen Arbeit daran. Aber es wird sich dann langfristig auszahlen. Ja, gut. Okay, in diesem Sinne würde mich jetzt noch interessieren, was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Skills, die wichtigsten Soft Skills für Network Marketing? Freue mich über einen Kommentar, wenn du den Artikel liest, am Ende des Artikels, ansonsten unterhalb des Videos. Den Artikel verlinke ich dir auf jeden Fall und ja, dann kannst du noch mal ein bisschen tiefer in das Thema eintauchen, wenn du das möchtest. Ich hoffe natürlich wie immer, dass das Ganze ja für dich hilfreich war, dass es den einen oder anderen Impuls gebracht hat. Wenn dem so war, würde ich mich natürlich freuen, wenn du das Video hier mit deinem Netzwerk teilst. Ich freue mich, wie gesagt, über deine Kommentare. Wenn du an der Zusammenarbeit interessiert bist, findest du ebenfalls unterhalb des Videos alle weiteren Informationen. Also schau auf jeden Fall mal in die Beschreibung rein. In diesem Sinne maximalen Erfolg und ich freue mich, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, mach's gut, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.